diese Sequenz der Integration beginnen wir mit einer Hand am Kreuzbein, um Dinge mehr in die Erde, mehr ins Becken zu bringen. Bei Sarah sieht man, dass sie dann auch dort mehr hinatmet. Das ist günstig und ich kann das manchmal auch mit verstärken, facilitieren, indem ich einen ganz sanften Zug, wenn jemand einatmet, dort mit hingebe. Das heißt, mein Armgewicht fallen lasse und etwas mehr Richtung Füße ziehe, meine Hand in Richtung Kleinfingerseite mit kippe. Dadurch gibt es mehr Atembewegung typischerweise in dem Bereich der Nieren und im Bereich des Beckens zur Hinterseite. Je nachdem, was eine Person braucht, ob es mehr sanfte Bewegungen sind, eventuell Streichungen, oder ob kräftigere Bewegungen gut tun, die den Körper mit umfassen, wo wir mehr auf muskuläre und knöcherne Ebene mitkommen, können wir gut daran arbeiten, dass Energien, die sich gelöst haben, auch bei der Arbeit an den Nieren und dieses Wärme hier hineinströmen lassen, dass sich das eher in Richtung Becken ergießt, so wie auch der Verlauf von den Nieren in die Blase ist, die hier hinter dem Kreuzbein liegt. Und dass wir insgesamt Dinge auch wieder zu den Füßen hin mit runterbringen, sodass das Nervensystem im Normalfall sich leichter beruhigen kann, als wenn wir vieles in Richtung Kopf verschieben. Zu Beginn meistens gut, im Atemrhythmus zu arbeiten, um einen guten Überblick zu bekommen, kann ich Techniken mit Zug verwenden und Zug mit Druck kombinieren. Hierbei arbeiten wir erst einmal noch relativ halbspezifisch an dieser Vertiefung zwischen den Dornfortsätzen der Wirbelsäule, wo du den Knochen spüren kannst, hin zu den Muskeln, den Rückenstrecker. Eigentlich läuft Sensumana direkt auf den Knochen oder im Knochen, aber dadurch, dass starkes Drücken auf die Wirbelsäule ungünstig ist und wir hier eher mit Stretching und so weiter arbeiten würden, ist es gut, sich hier an den Knochen anzumodellieren und damit auch die Muskulatur mit weich zu machen und die Technik darüber zu vertiefen. Meistens ist es auch gut, den ganzen Körper nochmal in Schwingung zu versetzen, zu schauen, wie können sich Dinge setzen. Wo ist der Körper durchlässig? Wo auch nicht so? Und für diesen Kurs, wie immer wieder betont, schau, ob du die Bewegung mit da herholen kannst, wo du sie auch hingibst, wo deine Intention hingibt. Vom Becken, den Rippen oder vielleicht mehr den Schultern. Oder möchtest du eigentlich, dass die Bewegung wirklich bis zum Becken weitergeht? Dort wirklich mit ankommen? Auch wenn du an den Schultern arbeitest. Lerne deinen Körper direkt mit zu massieren, mit zu bewegen, wenn du eine Behandlung gibst. Auch die Beine mit hinunter. Mit intensiveren Haken, eventuell hier an der Außenseite. Hier ist es wichtig, gute Matten zu haben, da die Kniescheibe sonst zu kräftig auf den Boden drücken kann. Können wir auch wieder in dieses sanfte Kneten oder fleischige Kneten eigentlich übergehen. Die Techniken hier
am Gesäß mit hineinnehmen und zum Beispiel den Fuß mitführen, sodass sich der Oberschenkelknochen, der Trochanter Major hier, direkt unter meiner Hand mitbewegt. Und dadurch wieder eine indirekte Technik entsteht. Ich lasse mein Gewicht hier sinken, aus dem Becken, aus dem Brustbein, und kann die Intensität durch die Drehung des Beines mit steuern. Wenn so die Technik zu intensiv werden würde, braucht die Person fast keine Kraft aufwenden, um das Bein nicht nach hier gehen zu lassen, und müsste dafür nicht groß ihr Gesäß anspannen. Das sind indirekte Techniken, die wir zunehmend verwenden werden, um Grenzen genauer zu achten, präziser zu arbeiten und das auch typischerweise mit dem Körper und dem Körpergewicht desjenigen, ein bisschen anders als es in der ganz traditionellen Thai-Massage ist. Wenn ich den Fuß hier mit auflege, kann ich sehr schön an beiden Seiten des Oberschenkels arbeiten und je nach Oberschenkelgröße sogar den kompletten Oberschenkel umfassen.